Schönen guten Tag, heute soll es einmal um die Trigger an sich gehen. Wie kann ich einen Trigger aktivieren? Wie kann ich einen Trigger deaktivieren? Wie arbeite ich mit einer Variablen? Das ist heute so das Thema und wir werden es beschäftigen mit dem Thema, indem wir die Debugging-Tools enablen und dann auch wieder disablen. So, ich möchte das als neues Skript machen, deshalb gehe ich in die Map-Script-JSON rein. Und hier kann ich einfach einen zweiten Eintrag erstellen. Gehe ich auf die Höhe von Unlimited Units und drücke das Komma, um einen zweiten Eintrag zu erstellen. Kopiere das, was schon da ist. Und das kann ich jetzt beliebig nennen. Ich nenne es einfach mal Debugging. So, jetzt brauchen wir natürlich eine neue Skriptdatei. Debugging-Skript würde ich die jetzt mal nennen. Und wir haben ja schon ein bisschen was vorbereitet. In diesen x64-Ordner Szenario-Skripts ist ein Snippets-Ordner. Dort gibt es Template-Skript, was ein leeres Skript ist mit einem leeren Trigger. So, den kopieren wir einfach. So, und dann, damit wir den Namen nicht falsch schreiben, kopiere ich den Namen. Und jetzt wollen wir einen Trigger benutzen, der, wenn ich die Taste K drücke, irgendwas macht, also unser Debugging GUI aktiviert. Deshalb benutze ich hier OnHotKeyPressed. Ich habe jetzt den Link gedrückt, dann komme ich hier auf die ausführlichere Beschreibung. Und hier steht halt, Single Letters must be uppercase. Example wäre zum Beispiel das große A. So, das kopiere ich jetzt einfach mal. Füge das hier ein. Und nehme dann ein großes K. Am Ende der Strichpunkt nicht vergessen. Jetzt wollen wir natürlich diesen Trigger, der jetzt noch Select Unit heißt, erstmal umbenennen in Debugging Control oder wie auch immer. Schreiben wir mal ohne Unterstrich. Weiß nicht, ob das erkannt werden würde. So, aktiv soll er auch sein. Und hier hinten haben wir ja gesagt, wenn er mehrfach ausgeführt werden soll, dann setzen wir ihn auf True. Also jedes Mal, wenn ich jetzt K presse, also K drücke, passiert was. So, als ersten Effekt, einfach um anzuzeigen, dass K gedrückt wurde, gehen wir nochmal hier in unser Map-Script-Szenario und kopieren einfach diesen SendHint, damit einfach eine Hint-Message gesendet wird. Und die sagt uns dann einfach K was presst. So, das haben wir ja alles soweit schon im letzten Tutorial gecovert. Jetzt können wir natürlich noch einen zweiten Trigger erstellen und der zweite Trigger soll dann die GUI zeigen. Den nenne ich jetzt Debugging GUI Active. Und dieser soll jetzt aber selber nicht anlaufen, sondern soll dann von dem anderen gesteuert werden. Deshalb ist er nicht aktiv. Wird auch nicht in Schleife laufen. Und jedes Mal, wenn er angesteuert wird, soll er aktiv sein. Das drücken wir jetzt durch Always aus. Also immer, sobald dieser Trigger den zweiten Trigger ansteuert, passiert was. So, dann senden wir die Message Trigger 2 ist active. Und jetzt, um unsere beiden Trigger zu verknüpfen, gibt es den Effekt. Der Effekt heißt, der ist unter General, weil er halt allgemeiner Effekt ist, gibt es den Effekt Activate Trigger. Hier sehen wir auch schon, er hat ein Standardargument, das wäre True, das heißt, der Trigger würde aktiviert werden. So schreibe ich hier Activate Trigger, hier muss ich den Triggernamen als erstes eintragen.
Und das True lasse ich jetzt stehen. Ich könnte es aber auch wegtun. Also ich könnte es wegmachen. Ich lasse es aber jetzt stehen. Das wäre halt der Standardparameter. So, und jetzt wollen wir natürlich das GUI anzeigen. Hier habe ich schon mal GUI aufgeblättert und das wäre das Debugging-GUI, was wir anzeigen wollen. Das mache ich jetzt einfach hier als zweiten Effekt mit rein. Und natürlich sagen wir True. So, der Workflow ist jetzt, ich drücke K. Also hier diese Instanz, die läuft immer. Die ist wahr, die läuft immer. Dann, wenn ich K drücke, dann wird zuerst dieser Hint gesendet und als zweites wird mein zweiter Trigger aktiviert. Mein zweiter Trigger ist nicht aktiv. Das heißt, er läuft nur an, wenn er durch den ersten Trigger aktiviert wird und er wird auch nur einmal ausgeführt. Jedoch, wenn er aktiviert wird, muss er keine weiteren Bedingungen erfüllen. Er sendet eine Hint-Message und er setzt das Debugging-GUI auf aktiv. So, gespeichert habe ich gerade eben, wer es nicht mitgekriegt hat. Und damit könnte ich das dann schon starten. So, als erstes sehen wir, unser Unlimited Unit Mod ist aktiv. Drücken wir K, erscheint die Nachricht K was pressed, Trigger 2 ist active. Das Debugger Tool erscheint. Hier gibt es dann zum Beispiel Funktionen wie das Log Window, was uns zum Beispiel erzählt, ob alle Effekte von uns überhaupt geladen wurden, wie die Trigger heißen. Das hier wäre unser Trigger 1, den wir letztes Mal kreiert haben. Set Maximum Unit Amount war, um die Anzahl der Einheiten hochzuschrauben. Und hier, das ist unsere zweite Datei, die wir gerade kreieren. Hier haben wir die Condition OnHotKey pressed, dann Effect Send Hint und Activate Trigger. Und der Trigger heißt Debugging GUI Active, ist immer aktiv und er wird immer ausgeführt, wenn er aktiv ist. Sendet uns die Hint-Message und hat Show Debugging GUI mit drin. So, jetzt können wir natürlich nur das Debugging GUI erstmal anzeigen. Wir wollen es aber auch verstecken wieder. Dazu erstellen wir uns einen dritten Trigger. Den nennen wir Debugging GUI Inactive. So, mit diesem Trigger aktivieren wir beide gleichzeitig. Und jetzt habe ich natürlich, jetzt könnte ich das natürlich über Variablen zum Beispiel steuern. Das heißt, ich würde, wenn meine Variable 0 ist, würde ich diesen Effekt ausführen. Wenn die Variable 1 ist, würde ich diesen Effekt ausführen. Und wenn sie 1 ist, führe ich diesen Effekt aus und setze sie auf 0, sodass als nächstes dann wieder dieser Effekt ausgeführt wird. So dass ich eine Schleife habe, dass immer die Effekte nacheinander ausgeführt werden. So, dann brauche ich natürlich hier meine Compare Values Condition. Hier kann ich zum Beispiel eine Variable eintragen statt einem Float. Ich nenne sie jetzt einfach mal Variable 1. Es dürfen nur Buchstaben und Zahlen verwendet werden für Variablen. Meinen Operator muss ich in diese Gänsefüßchen schreiben, also damit es als String erkannt wird. Weil ansonsten kann diese Funktion nicht geparst werden. Und hier würde ich sagen, wenn meine Variable 1 ist gleich 0, dann mache das und setze die Variable hinterher auf 1. So, dazu gehe ich zu den Scenario Effects. So, haben wir hier Set Variable. So, dann nehme ich natürlich dieselbe Variable. Und ich muss die Variable nicht mal initialisieren, weil sobald die Variable das erste Mal genutzt wird, wird sie automatisch erstmal auf 0 gesetzt.
Und mit z-Variable kann ich dann einen beliebigen Wert dann setzen. So, unsere neue Value ist 1. Und damit nicht beide Trigger gleichzeitig laufen, muss ich natürlich noch diesen Trigger inaktiv machen. Das mit Autovervollständigung will ich gar nicht. So, und jetzt einfach schreibe ich hier false rein. Und damit wird er dann inaktiv und kann nicht mehr reagieren. So, und das gleiche mache ich hier hinten, hier drüben. Hier habe ich den Strichpunkt vergessen, wird er nicht kompiliert werden. Oder wird er nicht geparst werden. Hier schreibe ich eine 1 rein. So, dann kopiere ich mal diesen Part hier noch. Und ja, das nenne ich hier einfach mal Trigger 3 ist aktiv. Hier muss ich natürlich diesen Trigger eintragen. Ja, und da wird auch gedisabled werden dadurch. So, die Variable wird ja auf 0 gesetzt und dann schauen wir uns mal an, was passiert. Also, wenn K gepresst wird, werden beide Trigger aktiviert. Ist unsere Variable 1, 0, dann wird dieser Trigger ausgeführt, der dann die Variable auf 1 setzt und zusätzlich den unteren Trigger disabled, bis er halt wieder hier geenabled wird. Ist die Variable 1, wird dieser Trigger ausgeführt, dann haben wir hier, wird unsere Debugging GUI gedisabled, unsere Variable wird auf 0 gesetzt und unser Trigger wird, unser Debugging GUI Active Trigger wird inaktiv gesetzt. So, bevor wir das jetzt laufen lassen können, müssen wir natürlich hier das Bool noch entfernen. Und dann sollte es erfolgreich laufen. So, testen werden wir das jetzt wieder auf Berlin. Im nächsten Teil wird es ein bisschen darum gehen, dass wir mal den Locker vielleicht noch kennenlernen und dass wir unser erstes Event kreieren. Mit diesem Satz, oder mit diesem Szenario-Skript-Mod. Und ja, jetzt prüfen wir nochmal, ob das hier alles funktioniert. Und drücken wir jetzt K, ist das Debug-Look da. Drücken wir nochmal K, ist das Debug-Look weg. Das heißt, es funktioniert alles. So, und das war es jetzt auch schon mit dem Teil 2. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen und ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.